Die Frage ist, was bedeutet jetzt hier aktiv in dem Kontext? Aktiv kann bedeuten, und da muss man wirklich unterscheiden. Und deswegen, glaube ich, kommt auch dieser Mythos zustande, dass man glaubt, das sind alle junge Leute. Die Jungen sind eher die Creator. Und die Älteren sind eher die Konsumenten. Oh. Konsumenten, die liken und auch noch vielleicht kommentieren. Aber diejenigen, die den Content produzieren, sind in der Regel die Jüngeren. Und deswegen hast du das Gefühl, dass alle jung sind auf der Plattform. Herzlich willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Tim und Alex, sind die Gründer von Trinity und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Hallo Tim. Hallo Alexander. Was geht ab? Was geht ab? Gerade mein Mikro. Warte. So. Jetzt wieder dran. Ja, also für die meisten werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Wir drehen ja immer so zwei Folgen hintereinander. Und die letzte Folge war ein bisschen länger. Deswegen wird die heute etwas knackiger. Ja. Das heißt für uns nicht in Rage reden. Das meinst du mich mit, ne? Ja. So, aus gegebenen Anlass haben wir heute ein Thema, was mich in der letzten Zeit vor allem sehr häufig verfolgt, und zwar so Mythen, die in meinen Verkaufsgesprächen mit potenziellen Kunden immer so herumschwirren. So, und da wir, muss man ganz ehrlich sagen, auch in der letzten Zeit sehr, sehr viele Neukunden begrüßen durften, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir sehr viele neue Gespräche geführt haben, durch Meetup, durch diverse andere, durch unser Buch, durch viele Dinge, die einfach gerade passiert sind, haben wir das Privileg, sehr viele Gespräche zu führen. Und dadurch resultieren auch sehr viele neue, coole Kunden. Mhm. Gleichzeitig jedoch führt man natürlich auch Gespräche, wo manchmal Einwände fallen, wo ich mir denke, lieber Herr im Himmel, was erzählst du da? Und es gibt Dinge, mit denen kann ich leben. Ich kann damit leben, wenn du sagst, ich finde die anderen cooler. Mhm. Damit kann ich leben. Ja. Ich kann auch damit leben, wenn du sagst, ich habe kein Geld. Alles cool. Ich kann mir auch sagen, ich kann auch damit leben, wenn du sagst, du, pass auf, jetzt gerade schwierig. Ich habe noch einen Partner. Lass mal mit dem auslaufen. Mhm. So diese standardisierten Einwände, die kommen. Ja. Damit kann ich leben. Womit ich nicht leben kann, ist mit Bullshit. Und einige dieser Bullshit-Themen habe ich heute zusammengefasst. Sind nicht alle. Das bedeutet, ich habe mich dann gestern so hingesetzt. Ja. Das Problem ist, das sind hier so Themen. Ich gucke gerade so mal durch auf unsere coolen neuen Game-Show-Karten. Ich habe mich jetzt schon in Rage gedacht. Bitte, bitte, bitte. Wir müssen noch arbeiten. Wir müssen noch arbeiten, bitte. Also, pass auf. Einige Punkte kommen aus Gesprächen, aber so ist das Thema ja entstanden. Und zwar über so Mythen, in so die größten Mythen, die es da draußen gibt. Gibt ja ganz, ganz viele und ein paar habe ich heute zusammengefasst, über die ich jetzt heute sprechen möchte. Einige aus Verkaufsgesprächen resultiert, andere, die man einfach so hört. So, und lass uns direkt mit dem ersten Thema anfangen. Und zwar, das hatte ich wirklich häufig. Und wirklich häufig hatte ich das Thema mit Premium-Anbietern. Oh, dieser Gesichtsausdruck war legendär. Er war für eine Sekunde tot. Also so wirklich so. Ich kann das hier wirklich. Das ist so. Komm, sag's erstmal, dann kann ich mich aufregen. Okay, also, ältere Personen melden sich nicht online an. Mhm. Ja. Was? Ja, also das ist für mich so ein Punkt. Aber weißt du warum? Darf ich vorher? Ja. Weißt du, woher so eine Scheiße kommt? Wegen so Menschen wie dir. Direkt erstmal dir Vorwürfe machen. Weißt du warum? Weil für dich ist es ja auch so, vor allem für die etwas neuere Generation. Ich hab gleich ein fettes Comeback. Ja, mach mal. Ja, Comeback, ja. Ist so, dass das Wort Boomer eine Beleidigung ist. Mhm. Ihr benutzt Boomer als Beleidigung. Ja. So. Und es ist ja nicht so, dass. Also, es ist ja offenkundig, dass nur bis 40-Jährige das Internet benutzen. Habe ich ja nie gesagt. So häufig, nicht nur von dir, aber häufig ist das der Tonus. So,
Boomer können nichts. Mhm. Und Boomer sind dumm und die können nicht das, die können kein Handy bedienen, sie können nicht ins Internet benutzen, etc. pp. So. Ich will nicht nur dir die Schuld in die Schuhe schieben, sondern allgemein ist das der Tonus. Ja. Ne? Ist auch, wenn ich beispielsweise mit irgendwelchen Leuten im Internet, was ja einer meiner Lieblingsbeschäftigungen abends kurz vor dem Schlafen ist, in Instagram und so weiter, mich einfach mit wildfremden Menschen in den Kommentarsektionen zu streiten. Ne? Schönes Hobby. Das macht echt Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und voll häufig lese ich dann so, vor kurzem habe ich auch so eine Sache gelesen, da hat einer wirklich was sachlich und erklärt. Unter deinem Video, diese Bundestag ab oder Berlin, diese Abgeordnete und sonst irgendetwas. PenisträgerInnen. Ja, genau. PenisträgerInnen. Das hast du gepostet, da habe ich mich ja drunter des Todes mit Leuten Und da hat einer wirklich gesagt, ey, das hat doch nichts mit Sprache zu tun und hey Leute, das ist doch Schwachsinn. Und da hat einfach einer, natürlich ein LGBTQX-Plus-Typ, einfach geschrieben, Boomer. Einfach nur Boomer. Boomer. Finde ich immer wieder witzig. So, unabhängig davon. Es geht darum, dass immer so ein Tonus herrscht, dass ältere Menschen, darauf möchte ich hinaus, kein Internet benutzen. Würdest du dein Comeback starten? Ja, ich würde gerne mein Comeback starten. Also grundsätzlich können wir natürlich nicht über alle über einen Kamm scheren. Das ist mir jetzt ganz wichtig, nochmal zu sagen. Es gibt extrem affine Boomer, die mit dem Thema sehr viel zu tun haben und sich sehr, sehr gut auskennen. Es gibt aber eine sehr, sehr krasse Tendenz, wie ältere Menschen mit dem Internet und vor allen Dingen in dem Kontext mit dem Smartphone umgehen. Das äußert sich zum Beispiel daran, du kannst solche Leute sehr einfach erkennen aufgrund der Art und Weise, wie sie tippen auf Tastaturen und auch auf dem Handy. Das sind solche, die Tastaturen sind dann die Adler. Das sind die kreisen über der Tastatur und machen so. Das ist so scheiße. So, also wenn jemand so tippt mit so zwei, nur ja, mit den zwei Zeigefingern. Ja, aber wie viel, aber ganz ehrlich mal, wie viele Leute machen das? Bitte, jetzt mal ohne Scheiße. Sarah stirbt im Hintergrund. Ist aber auch gut scheiße witzig. So. Ey, also pass auf. Beim Smartphone, ganz kurz, tipp dein Vater so. Ja. Boah, ist aber auch hart, muss ich das sagen. Mein Vater tippt nicht so. Nicht mal mein Großvater tippt so. Schau mal, das Ding ist, wie gesagt, wir reden hier über eine Tendenz. Und diese Tendenz ist bei den älteren Menschen einfach eher gegeben. Ich habe zum Beispiel letztens ein Beispiel gehabt von jemandem, wo du eigentlich denkst, der ist technisch super affin. Das war ein Tesla-Fahrer. Jetzt könnte man ich höre schon unsere Zuhörer, ja gut. Er hat grundsätzlich im Leben verloren und sowas. Aber gut, ja. Ich habe was gemacht mit meinem Tesla, was ich ganz selten mache. Hingetankt. Ich stand an der Ladestation. Also ich stand an der Ladesäule und alles cool, so geladen. Und dann kam ein anderer, ein Model X tatsächlich. Ja? Ein älteres Modell, Model X. 2019er war das. Und der hatte sich den gerade Gebrauch gekauft. Und der macht so rum. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Der ist dann da dran gefahren. Und ich habe weiter Netflix geguckt auf meinem Bildschirm da. Alles cool. Irgendwann klopft er bei mir an die Scheibe. Und fragt mich, wie das Laden geht. Und das Ding ist, als Tesla-Fahrer am Tesla Supercharger kann das Laden überhaupt nicht einfacher gehen. Also ja, im Sinne von, du nimmst das Ding, steckst es ins Auto, du drückst überhaupt nichts auf irgendwas und das Ding lädt einfach. Ja. Es sei denn, du hast die App nicht. Du hast die App nicht. Ja, okay. Und hast die nicht einmal eingerichtet am Anfang. Und dann habe ich dem versucht zu erklären, was der machen muss. Und er hat sein Handy in der Hand gehalten. Und ich habe ihm so erklärt, was. Und die Art und Weise, wie er mit dieser App interagiert hat, ich habe mein Leben nicht gepackt. Ja. Der hat so schnell an diesen Dingen darum. Der hat selber gar nichts gesehen. Der hat einfach nur panisch da die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Und das hat dann alles überfordert. Und die Tesla-App ist nicht schlecht. Aber sie hat trotzdem in dem Punkt. Du musst es einrichten. Die Einrichtung ist nicht so geil. Und da war mir wieder eine Sache klar, und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich grundsätzlich hinaus will. Auch mit diesem ältere Personen melden sich nicht online an. Und du hast jetzt hier auch noch ein paar Sachen stehen. Wir haben in unserem Online-Mitgliedschaftssystem schon Leute, die haben sich. Wir haben auch sehr viele ältere Menschen, die sich bei uns online anmelden. Und der Punkt hier ist der folgende: nicht nur für Ältere,
sondern generell für gute Abschlussquoten und gute Usability auf einer Seite, musst du es idiotensicher machen. Ja. Ja. Was bedeutet idiotensicher? Du darfst, du musst wirklich die Leute wirklich dadurch, du musst wirklich die Hand halten von denen und die dadurch lenken, wo du glaubst, dass sie hinwollen. Du darfst denen nicht 8 Optionen geben und sagen, klick die Option an, die du möchtest. Das funktioniert im Internet so nicht. Du musst einen Button haben, wo dick draufsteht, jetzt hier draufdrücken, damit du das bekommst, was du willst. Und dann drückst du da drauf und dann lädt das und dann passieren Dinge im Hintergrund, die kompliziert sind vielleicht. Aber der User selber muss wirklich idiotensicher auf großen, klar erkennbaren Buttons durch einen Prozess geführt werden. Und wenn das so ist, hast du auch kein Problem mit älteren Menschen. Weil die haben wirklich das Problem, dass die sich nicht durch Menüs durchscrollen oder durch Dropdown-Menüs oder durch irgendwelche Sachen, wo man nach links und rechts scrollen muss oder so. Das ist für die zum Beispiel ganz schwierig, weil ein Smartphone scrollt ja immer von oben nach unten, das haben die alle hingekriegt. Wenn du jetzt eine Sektion hast, wo du von links nach rechts scrollen musst, das kriegen die meisten nicht mit, dass es überhaupt geht. Ja, ja. Und wenn aber ein ganz wichtiger Punkt, wo du eigentlich hin willst, in dem Menü ist, wo du nach links auf dem bist, dann verlierst du die älteren Menschen. Und das ist halt einfach so. Und deswegen programmieren wir Sachen genauso, dass das nicht passiert. Ja. Und deswegen haben wir die Probleme auch nicht. Ja, sehr, 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 sehr guter Punkt. Was meistens aber tatsächlich eher Thema ist, klar, du hast einmal das Thema Online-Mitgliedschaftsmaske. Wobei da auch ja viele glauben, dass das ja einfach nur ein Formular ist. Fertig. Ist ja nur ein Formular, ja. Aber es geht mehr so dass um das Thema, ja, wo sind denn die älteren Menschen, sind ja nicht so auf den Plattformen. Und da möchte ich hier auch ganz klar sagen, das stimmt nicht in der Form. Einfach. Punkt. Also ich habe jetzt ich habe natürlich jetzt Facebook, Instagram und TikTok mal rausgesucht und habe gestern wirklich nur eine halbe Stunde mir Zahlen gezogen aus verschiedenen Quellen. Ne? Statista ist immer sehr, sehr zuverlässig, aber das sind auch nicht immer alle Zahlen und dann musst du ja gefühlt 50.000 Euro auch ausgeben und dann ist die wollen richtig Geld für Zahlen. Das ist gut Geld, wenn du richtig ohne willst, Scheiß, deswegen habe ich gestern wirklich Zeit damit verbracht, mir diverse Quellen anzusehen und habe mir wirklich gestern so einen Durchschnitt durchgerechnet. Ne? Also, bei Facebook ist es so, dass die Altersgruppe zwischen 25 und 65 liegt. Das klingt jetzt erstmal 25, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal bei Facebook wart. Man muss aber sagen, das Ding hat natürlich junge User gehabt und ist im Laufe der Jahre immer älter geworden. Ja. Und eine wichtige Sache muss man hier auch differenzieren. Klar sind da Menschen auch jüngere Menschen angemeldet. Auch gerne so 25, 65 und so weiter, ein gewisser Schnitt. Die Frage ist aber, wer nutzt das tatsächlich? So. Und aktive User. Aktive User sind im Durchschnitt tatsächlich 45. Ja. Das ist schon verdammt alt. Das ist im Verhältnis verdammt alt. Und die Frage ist, was bedeutet jetzt hier aktiv in dem Kontext? Aktiv kann bedeuten, und da muss man wirklich unterscheiden. Und deswegen, glaube ich, kommt auch dieser Mythos zustande, dass man glaubt, das sind alle junge Leute. Die Jungen sind eher die Creator. Und die Älteren sind eher die Konsumenten. Oh. Konsumenten, die liken und auch noch vielleicht kommentieren. Aber diejenigen, die den Content produzieren, sind in der Regel die Jüngeren. Und deswegen hast du das Gefühl, dass alle jung sind auf der Plattform. Alter, das ist ein geiler Punkt, Mann. Ja. Sehr, sehr geiler Punkt. Da hat er wieder rausgehauen. Auf jeden Fall. Kann man nichts mehr hinzufügen. Instagram zieht eher jüngere Nutzer an. Insbesondere im Alter von 18 und 34 und ist einer der beliebtesten Plattformen der Millennials und der Gen Z, sagt man. Würde ich jetzt einfach mal so auch unterschreiben. Und TikTok ist tatsächlich eher so die jüngste Plattform, muss man sagen, zwischen 16 bis 24, wobei hier gerade in den Bereichen 30er es immer beliebter wird. Ja. Immer mehr Nutzer und User hinzukommen. Doch aktuell, muss man sagen, ist es eher so die jüngste Plattform. Ja. So. Aber auch hier wird es einfach, und das kann man einfach auch aus der Historie der letzten 10 Jahre betrachten, auch TikTok wird älter. So. Und du hast gestern einen ziemlich, ziemlich krassen Punkt genannt. Ich bin ja nicht auf TikTok.
So. Ich wehre mich tatsächlich dagegen. Aber ich wehre mich nicht wegen TikTok, weil jetzt nicht da heißt, irgendwie, keine Ahnung, das ist eine chinesische Plattform oder keine Ahnung, irgendeine Scheiße. Ich wehre mich tatsächlich, weil ich keinen Bock mehr habe, so viel auf den sozialen Medien zu sein. Ich möchte nicht noch ein soziales Medium hinzufügen. Ich muss wirklich zugeben, keine Plattform hält dich so sehr gefangen wie TikTok. Und das ist so. Ich habe einen Account. Ich habe es eine Woche genutzt, habe es gemerkt und habe sofort wieder gelöscht, weil das frisst mir unfassbar viel Zeit. Macht Instagram schon. Ja. Und wenn mir das jetzt noch hinzukommt, ich habe keinen Bock am Handy zu kleben. Du kannst TikTok und Instagram in dem Punkt wirklich nicht vergleichen. Selbst wenn du Instagram Reels, was ja letztendlich so ein bisschen ist wie TikTok. Keine Chance. TikTok hat das Thema wirklich durchgespielt. Deine Zeit mit diesem Doom-Scrolling, also dieses wirklich, wo du einfach nur dumm ein Video nach dem anderen guckst. Das ist eigentlich das neue Zappen. Ey, das ist so krass, Mann. Wie TikTok es geschafft hat, durch Algorithmus, durch den Aufbau der Plattform. Ey, wenn ich in Instagram ein paar Minuten verliere, kann ich in TikTok 2 Stunden, ich weiß nicht, wo die Zeit hin ist. Ja. Das ist total verrückt. Und darauf habe ich keinen Bock. Ich habe jetzt mir schon mittlerweile auch Zeiten eingestellt. Ich will nicht so viel auf diesen sozialen Plattformen sein. Weil es einfach. Weißt du, was ich mittlerweile überlege? Ich überlege mir, ein Zweithandy zu holen, tatsächlich, auf der Arbeit, wo ich keine Apps habe. Was ich wirklich nur für WhatsApp maximal zum Telefonieren und WhatsApp habe, weil ich WhatsApp halt auch für die Arbeit benötige. Und dass mein Smartphone zu Hause ist quasi. Weil auch auf der Arbeit sehe ich, geht mir auf den Sack. Und das ist der einzige Grund. Aber es ist halt auch wichtig, einfach da up-to-date zu sein. Und Gott sei Dank habe ich halt nun mal dich. Das heißt, ich weiß, du beschäftigst dich mit den Themen. Zurückzukommen zu dem Punkt. Zu sagen, dass aber Ältere sich nicht online anmelden, ist einfach vollkommener Schwachsinn. Und jetzt möchte ich gerne, und damit möchte ich das Thema auch eigentlich so dem Ende, quasi zum Ende dieses Themas zukommen. Was ist denn die älteste Person, die sich bei uns, und das ist jetzt nur die älteste Person, die sich bei uns über unser Online-Mitgliedschaftssystem, ich hoffe, sie lebt noch. Das muss man echt sagen. Weiß über nicht genau. Unser Online-Mitgliedschaftssystem in einem Studio angemeldet hat. Ja, das war eine Dame, Jahrgang 1943. 1943 geboren. Mhm. Und du hast dich online in einem Fitnessstudio. Das war letztes Jahr, also war die ziemlich genau 90. Was? Und dann kommt jemand und sagt, ältere Menschen melden sich nie an. Das ist natürlich auch ein krasses Beispiel. Ich stelle mir das nicht halt 90, Quatsch, 80, tut mir leid, 80, nicht 90, 43, nicht 33. Die war 80, ja. Tut mir leid. Egal, muss ich aber trotzdem mir mal bildlich mal vorstellen, dass so eine Omi ohne ihren Rechner oder keine Ahnung wo ich und sagt, das ist doch ein schönes Studio, ich muss mal was für meine Gesundheit tun. Komm, ich melde mich da jetzt an. So, ja. Und vor allem auch perspektivisch in die Zukunft. Und dann können wir zum nächsten Punkt gehen, wenn du noch nicht was gerne hinzufügen möchtest. Ist es nun mal so, wir werden ja auch älter. Das heißt, der demografische Wandel wird sowieso dazu führen, dass ältere Menschen damit einfach das handeln können und das auch nutzen. Das ist das, jetzt kann man sagen, ja, das ist aber noch nicht so weit. Aber also unabhängig davon, ob du das glaubst oder nicht, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, dass der demografische Wandel dazu führt, dass Online-Anmeldesysteme einfach wichtiger werden. So, das ist indiskutabel. Jetzt ist eigentlich die einzige Variable, wieder das einzige Wichtige, worüber man diskutieren kann, ist, was ist Status quo heute? Und Status quo heute wird ja auch eigentlich jeder sagen, der wirklich gesagt hat, ich werd jetzt mal dafür sorgen, dass dieses Thema bei mir ernstzunehmend implementiert ist. Die werden ja sagen, ich kann nicht mehr ohne Online-Anmeldungen leben. Mhm. Und das sind keine Studios, wo nur jüngere Leute drin sind. Das ist auch Schwachsinn. Also das ist eigentlich so ein reines, das ist im Endeffekt eine Ausrede, die aus Frustration kommt, wenn man es mal versucht hat und schlecht umgesetzt hat oder wenn man sich dagegen wehrt oder wenn man irgendwie, oftmals sagen das auch so ältere Vertriebsleiter in Studios, die natürlich dann ihren Job und sich in Gefahr sehen und guter sagen, Punkt. Ist scheiße. Ja. Ja. Oder auch Mitarbeiter, die Provisionen in Gefahr sehen. Das sind natürlich alles so Punkte, die man berücksichtigen muss, dass da auch Leute negative Folgen von haben, wenn du auf Online-Anmeldungen setzt. Das sind halt hauptsächlich die Leute, die jetzt gerade von deiner Provision oder von dem Geld profitieren. Fakt ist aber,
das und ich hatte tatsächlich mal mit, ich kann das hier sagen an der Stelle, weil ich finde, es war ein sehr cooles Gespräch, ein sehr produktives Gespräch mit Primetime Fitness auf unserem ersten Meet the Top, die gesagt haben, sie wollen keine Online-Anmeldung haben, weil sie sehr viel auf Vertrieb setzen und ein sehr starkes Vertriebsteam haben. Haben sie auch, alles cool. Und denen habe ich damals den Gedanken mitgegeben, ich weiß nicht, ob der mittlerweile vielleicht mal gereift ist, aber selbst mit einem starken Vertriebsteam kommst du irgendwann an den Punkt, wo Leute nach Hause gehen und sagen, ich rede nochmal mit meiner Frau drüber, ich schlafe nochmal eine Nacht drüber, was auch immer. Und diesen Leuten dann die Möglichkeit zu geben, zu Hause die Entscheidung zu treffen und abzuschließen, solltest du nicht verwehren. Ja. Ich finde es gut, dass du so diplomatisch bist. Ist auch, stimmt ja auch komplett, was du sagst. Nichtsdestotrotz, und jetzt vertiefen wir das wieder, aber dem Gedanken muss ich jetzt loswerden. Nichtsdestotrotz musst du dich einfach einer gewissen Zeit anpassen. Und man darf dieses Thema, und das merke ich immer wieder, dass das wieder in der Fitnessbranche viele verpennen. Mhm. Und du darfst das nicht verpennen. Schau mal, innerhalb von 10 Jahren ist Anfang des 20. Jahrhunderts, innerhalb von 10 Jahren eine komplette Industrie verschwunden. Und zwar alles, was mit Pferden zu tun hat. Alles ist innerhalb von 5 Jahren fast komplett verschwunden und die letzten in den nächsten 5 Jahren weg, einfach weil das Auto kam. Mhm. So, das heißt Hufschmied, Kutschenbauer, die Leute, die Räder, alles, die komplette, du kannst, was hätten die jetzt machen? Nee, wir bauen jetzt weiter. Du musst dich doch der Zeit einfach, die einfach kommt, anpassen. Ich meine, das ist jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel, aber trotzdem wird das einfach Thema sein. Du kannst nicht einfach blind sein und dich gegen den Fortschritt wehren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das betrifft nicht nur das, dieses Beispiel ist zwar sehr krass, aber es passiert jetzt gerade immer häufiger. Das Internet war der erste Schwung, wodurch jetzt auch diese Online-Anmeldungen möglich sind. KI, ich will jetzt nicht ausführen, aber ist das nächste Thema. Du kannst jetzt von KI halten, was du möchtest. Fakt ist, in 5 Jahren wird das jeder überall implementiert haben. Das ist egal, was du darüber denkst. Ja. Ist mir scheißegal. Das ist so. Es ist besser, früh damit anzufangen und Fehler zu machen und aufgrund dieser Fehler Erfahrungen zu machen, um in 5 Jahren einfach deutlich weiter vorne zu sein, als wenn alle schon das perfektioniert haben, dass du irgendwann auch mal auf den Trichter kommst. Und das Thema Online-Anmeldung, um es abzuschließen, das ist kein Experiment mehr. Das ist ein fester Bestandteil der Fitnessbranche, ein fester Bestandteil der User-Experience von allen Usern, nicht nur im Fitnessbereich. Und wenn du als Fitnessstudio heute keine Online-Anmeldungen anbietest, dann hast du nicht nur den Trend verpennt, dann bist du jetzt aktuell auch einfach 5 Jahre hinterher. Ja, genau. Punkt. Sehr gut. Kommen wir zu Mythos Nummer 2. Und zwar viel Traffic gleich großer Erfolg. Mhm. So, das habe ich jetzt nicht irgendwo in den Gesprächen rausgehört, das habe ich einfach allgemein jetzt gerade so, also nicht aus den Verkaufsgesprächen, sondern aus vielen Gesprächen mit anderen Kollegen, Partnern und sonst irgendwas. Es gibt diesen Irrglauben, dass du ja einfach nur genug Traffic hast und dadurch bessere Traffic Resultate. Traffic vielleicht erklären. Naja, Traffic, gehen wir mal von folgendem aus, weil darauf möchte ich tatsächlich im nächsten Punkt hinaus. Sagen wir mal, du gibst sehr, sehr viel Geld aus, um Menschen auf eine Landingpage weiterzuleiten. Mhm. So. Und oder auf deine Homepage oder sonst irgendetwas. Mhm. Ne? So, du gibst Geld aus, die Leute sehen eine Werbeanzeige und du leitest die dann von den Plattformen, die wir zum Beispiel gerade eben genannt haben, auf deine Homepage weiter. Und es reicht doch vollkommen aus, wenn verdammt viele Menschen auf deiner Homepage sind. Dann kommt doch schon der Erfolg. Nein. Also ich habe da mehrere Beispiele, wo das faktisch nicht stimmt. Ein Beispiel, kurz schnell erklärt, sehr große Kette, für die wir was gemacht haben, die gesagt haben, ey, voll cool, also wo wir einfach unser System rein implementiert haben in die Seite und die gesagt haben, ja, super geil, die Kampagne läuft ja super, die Online-Werbung funktioniert ja richtig gut, wir freuen uns total, denen wir gesagt haben, wir haben die Werbung noch nicht angeschaltet. Du hättest quasi den zweiten Punkt, quasi, den ich da aufgeschrieben habe, hast du jetzt schon. Habe ich jetzt schon. Ja, du bist jetzt zu früh tatsächlich. Aber egal, das vertiefen wir gleich mal. Ja, macht nichts, genau, können wir nochmal vertiefen. Und ich hatte mal eine andere, auch sehr große Kette mit, ich glaube, über 35 Studios zu dem Zeitpunkt, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die und auch immer noch mehr oder weniger tun, ist egal.
will jetzt gar nicht sagen, wer es war, die gesagt haben, die haben sich gegen eine neue Homepage gesträubt und gesagt, ja, unsere Homepage, wir wissen, unsere Homepage ist komplett scheiße, aber wir haben so gutes SEO-Optimierung gemacht, dass wir sehr viele Besucher auf der Seite haben. Und wir haben das in dem Vergleich zu einem anderen Kunden gleiche Größe von uns gesetzt. Die hatten ein Drittel der Besucherzahl, aber hatten mehr als doppelt so viele Abschlüsse. Und das ist schon ciao. So, und was bringt denn dann deine Besucherzahlen? Ja, genau. Das freut mich ja schön. Das ist schön, dass du so viele Besucher hast. Schön, freut mich. Interessiert aber keinen. Ja, aber was bringt es dir? Im Endeffekt hast du ja auch nicht, klar, es gibt dieses shoppen gehen nach dem Motto, du gehst in Läden rein, aber kaufst am Ende des Tages nichts. Ja. Was hat denn der Laden davon? Nix. Nichts. Wenn du reingehst, musst du was kaufen. So, was bringt mir denn, wenn du sagst, boah, wir hatten heute 2000 Besucher, was hast du verkauft? 3 Pullis. Ja, was bringt mir deine 2000 Besucher, Digga? Das bringt mir ja einen Scheiß. Und genau das ist das Problem. Die meisten können ihre Besucher tatsächlich nicht gut verwerten. Ja. Die schaffen nicht, ihre Besucher zu zahlenden Kunden zu bringen. Und, also ich möchte jetzt hier keine Namen nennen und das wird ein bisschen vage gehalten. Ich versuche so gut wie es geht zu beschreiben, aber ich glaube, der Punkt wird jeder verstehen. Also wir arbeiten oder es gibt eine recht große Franchise-Anbieter hier in der Fitnessbranche, wo wir nicht direkt mit dem Franchise-Anbieter zusammenarbeiten, sondern mit den Franchise-Nehmern. Mhm. So, das heißt, viele Franchise-Nehmer von dieser Kette sind bei uns Kunde. Und das war das, was du gerade eben schon angesprochen hast. So, es ist im Endeffekt so, dass der Kunde hat seine Homepage, hat seine Buchungsstrecke, hat seine Customer Journey insgesamt und ja, ich habe schon sehr viel Schlechteres gesehen, muss man hier an dieser Stelle auch sagen. Ja, also es ist technisch nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Ja. Es ist nicht schlecht und das ist ja dann noch krasser, weil es ist nicht schlecht. Es ist vernünftig umgesetzt. Natürlich auch hier wieder sehr häufig bei vielen Franchise-Nehmern sind verwirrende Angebote, aber dafür kann der Franchise-Geber ja müssen wir wirklich die Franchise-Geber echt aus der Schusslinie nehmen, wenn bei Franchises der Franchise-Nehmer entscheidet, völlig verrückte Vertragsangebote zu machen. Das kann ja, da kannst du als Franchise-Geber wirklich nichts. Da kannst du auch nichts machen. Also der Franchise-Geber hat hier technisch gesehen wirklich geliefert und hat den Franchise-Nehmern eine Grundlage gegeben, Online-Mitglieder zu schreiben. Technisch gesehen geliefert ist genau der Punkt, wo ich sagen würde, nee, weil du kannst die Grundlage besser liefern, sodass das... Ich sag's mal so, ich habe Schlechteres gesehen, darüber haben wir ja gerade eben auch gesprochen. Ja, genau, aber geliefert wäre, ja geliefert, also im Sinne von... Bruder, wenn du ein Paket geliefert bekommst, hast du ein Paket. Ja, okay. Es kann aber auch so aussehen, umgangssprachlich bedeutet ja geliefert, der hat geliefert. Ja, nee, das ist nicht Umgangssprache, Digga, das ist Straßenslang, Alter. Der Bruder hat geliefert. Was soll ich dir sagen, ich komm von der Straße. Oh Gott. Aus Wetzlar. Oh Gott. Wetzlar Niedergürmes, represent. Sagt er, während er in Offenbach sitzt, Alter. Okay, so. Der Franchise-Geber hat die technischen Grundvoraussetzungen geliefert, indem er es gegeben hat, sodass sich Menschen online anmelden können. Und es ist okay. Es ist wirklich okay. Ich habe viel Schlechteres schon gesehen. So. Nichtsdestotrotz machen wir das so, dass jeder Kunde, der bei uns ist und Franchise-Nehmer ist, auf der Haupt-Homepage quasi, wenn man sich anmelden möchte, also auf der Haupt-Homepage, unsere Buchungsstrecke hinterlegt ist. Auf seiner Studio-Unterseite ist unsere Buchungsstrecke hinterlegt. Exakt. So. Und jetzt ist genau das, was passiert ist. Unabhängig davon, dass jetzt mittlerweile fast 60 Franchise-Nehmer bei uns auch Kunde sind mittlerweile, in der Zahl muss man sagen, ja, ist schon eine gute, krasse Zahl, aber vor kurzem ist was passiert, was unfassbar witzig war und das war das, was du gerade angesprochen hast und zwar hat
das hat ein bisschen gedauert mit dem Onboarding, der Businesskonto vom Kunden war ein bisschen gesperrt, das heißt, wir hatten vorher verdammt viel Arbeit, aber wir wussten ganz genau, wir gehen mit dem Angebot raus, etc. pp. So. Und der Kunde hatte einen desaströsen Januar. Mhm. Nicht bei uns, sondern bei einer anderen Agentur. Mhm. Ist dann zu uns gewechselt. Mhm. Er hatte einen desaströsen Januar und war deswegen auch mega abgefuckt. Ja, man, stimmt, der hat wirklich einen desaströsen Januar. So. Gehabt, ja. Und hat dann die Zusammenarbeit mit uns gestartet, war schon richtig zufrieden, weil die Ads cool aussehen und weil die Gespräche cool waren, das Angebot war cool und so. Mhm. Er hat gesagt, ey, cooler Start, ich bin auf die Ergebnisse gespannt. Mhm. Er ruft mich an und sagt so, ey, läuft ja schon mal, ey, schon zweiter Tag, wir sind gestern online gegangen, zweiter Tag läuft bombastisch, wenn das jetzt die Woche weitergeht, habe ich die Woche schon mehr Mitgliedschaften als den ganzen Januar. So. Und ich so, okay, sag nochmal, also wenn es so die Woche weitergeht, hast du schon mehr Mitgliedschaften als den ganzen Januar. Ja, krass, ey, sag den Jungs mega Props. Ich gehe rüber, ey, kurz für euch, wieder mal ein cooles Kompliment von einem Kunden, ist super happy, sind seit zwei Tagen online und ist jetzt schon mega happy. Guck mich Louis an und sagt so, Alex, wir sind noch nicht online. Ich so, was? Nee, wir sind noch nicht online. Ich so, hä? Hey, wo kommen denn die Mitgliedschaften her? Der so, ja, keine Ahnung. Wir haben direkt Panik erstmal. Boah, nicht, dass wir irgendwas verkackt haben. Ja, irgendwas, was haben wir denn bis jetzt gemacht? Naja, wir haben ja nur unsere Buchungsstrecke auf ihrer Hauptseite vom Franchise-Geber hinterlegt. Auf ihrer Unterseite. Ich so, nein. Nein. Habe ich mir das angeguckt. Und alleine nur die Tatsache, dass auf seiner Studio-Unterseite so unsere eigentlich Buchungsstrecke ja, hinterlegt ist, bringt mehr Mitgliedschaften als bezahlte Werbung auf dieser Buchungsstrecke. Das ist verrückt, Mann. Das hat mich auch, also das war für mich auch nochmal so ein, für meinen Kopf so. Ich meine, ich weiß, wir haben wirklich gute Ergebnisse und wir haben auch im Branchenstandard sind wir, ich will jetzt nicht behaupten, wir sind die Besten, aber eigentlich, okay, ist es so. Aber sagen wir mal, wir gehören schon zur absoluten Obergrenze der Online-Marketing-Konzepte in der Fitnessbranche. Das weiß ich. So. Dass das aber so einen Impact hat, was wir machen, das hat mich auch total überrascht. So, ja. Wirklich. Und es war halt tatsächlich, also ich wusste, dass das so ist, weil schon bei einem größeren Franchise-Nehmer mit ungefähr 20 Studios war es ähnlich der Fall. Aber er macht auch nochmal richtig geile, wirklich richtig geile Arbeit mit Social Media. Ja. Und er hat auch einen Impact. Das sind halt auch 20 Studios. Man kennt die dort in der Gegend und so weiter. Und da dachte ich mir, ja, okay, die machen schon einen guten Job. Klar, dass da was reinkommt, aber hier sprechen wir von einem niegelnagelneuen Studio, das keiner kennt. Mhm. Und genau das ist es. Die Homepage vom Franchise-Geber hat unfassbar viel Traffic. Ja. Aber sie können es nicht verwerten. Und was bringt dir viel Traffic, wenn du daraus das nicht zu Geld machst oder beziehungsweise einfach dumm gesagt, es nicht monetarisierst? Und deswegen ist das ein Mythos, dass einfach viel Traffic gleich großen Erfolg bringt. Ja. Was auch gleichzeitig dieses ganze Thema, ich will es nicht weiter ausführen, aber Traffic bedeutet letztendlich, wir kriegen immer wieder Anfragen und unsere Kunden kriegen immer wieder so Cold E-Mails von Leuten, die sagen, wir wollen euer SEO optimieren. SEO optimierst du dann, wenn du dadurch nichts anderes kaputt machst. Also wenn du auf deiner Seite deutlich mehr Informationen platzierst, um mehr Traffic zu bekommen. Ja, es ist wichtig, Alex. Ich weiß, dich nervt das. Ich weiß auch, dass nicht, mich nervt es nicht, aber wir müssen fertig werden. Mach euren eigenen Scheiß. Halt dich doch einfach als beschissenes Skript, wenn du heute fertig werden willst. Mach deinen eigenen Scheiß, ganz ehrlich. Mach doch jetzt fertig. Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich will einfach nur noch Homepages bauen und Ergebnisse liefern. Ja, sag doch jetzt, bring doch wenigstens deine ich muss arbeiten jetzt. Komm, mach weiter jetzt hier. Super, Mythos Nummer 3. Online-Werbung ist teurer als traditionelle Werbung. Stimmt nicht, weiter, nächster Punkt. Was willst du jetzt von mir hören? Nix, halt dich einfach als Skript. Nee, also, warum ist das? Das ist übrigens auch eine Sache, die ich in der letzten Zeit sehr, sehr häufig gehört habe. Tatsächlich gestern
Ich dachte, das war ein Witz, aber hat das wirklich eine gesagt? Ja, das hat jemand gesagt. Ach Gott, ich kann nicht mehr. Ach, du dachtest, der Mann. Ich kann das alles nicht mehr, ey, wirklich. Ey, du dachtest, das wäre ein Witz? Die Dullis, ey. Nein, das war ernst gemeint. So, und zwar folgendes. Es hat gestern, deswegen kam ich ja auch hierzu wieder zu dem Punkt. Eine unserer Verkäufer hat eine Absage bekommen gestern von einer Kundin, weil sie gemeint hat, naja, keine Ahnung, 38.000 Euro im Jahr für, hat sie ausgerechnet, das, was wir kosten, plus Werbebudget. Jo. Konnte sie auf 38.000 Euro im Jahr. Und das Zitat der Kundin war, für 38.000 Euro könnte ich alle Sportvereine in ihrem Kreis dort sponsoren. Was ist das für eine Aussage? Für 38.000 Euro kann ich mir auch ein neues Auto kaufen. Und jetzt? Und es bekleben. Was willst du denn jetzt damit sagen? Das ist so einfach so unfassbar, eine so unfassbar inkompetente Aussage. Unfassbar. Also schon lange nicht so einen Haufen Scheiße gehört, weil, boah, egal, gehen wir mal an sich durch. So, im Endeffekt ist es so, dass das Thema Sponsoring, es gibt, Tim sieht es vielleicht anders, ich weiß nicht. Ich bin ja der Meinung, dass man trotzdem nicht nur auf Online-Marketing setzen sollte. Das ist eine Budgetfrage. Ich bin Multichannel all the way. Okay, cool. Stimmt, das Thema hatten wir schon mal. Ich glaube, da hattest du gesagt, das hängt vom Budget ab. Online-Marketing ist der größte und direkteste Hebel, den du hast. Mhm. Wenn du den richtig machst, solltest du weiterhin auch andere Sachen gut machen, um einfach von allen Kanälen zu profitieren. Das ist ganz klar meine Meinung. Sehr geil. Und deswegen auch hier nochmal zusammengefasst, auf jeden Fall sind wir der Fan davon, dass du viele verschiedene Dinge machst. Auch wir haben früher viele Dinge gemacht. Digga, wir haben eine Straßenbahn beklebt, Alter. So. Aber es war eine Strategie dahinter. Der Punkt ist, es hat nicht, es, also, wenn nichts funktioniert hätte, scheiß Verkauf, scheiß Marke, dann ist die Straßenbahn nicht die Lösung. Ja. Aber es hat alles andere funktioniert und dann noch eine Straßenbahn Ich meine, 100%. Macht halt dann Sinn. 100%. Ich meine, es wäre auch schon fast wieder ein Gag, wenn du tatsächlich alle Sportvereine in deinem Kreis sponserst und es ist überall einfach da. Es wäre schon wieder witzig. Aber es ist einfach dumm, weil es ist kein konsequentes, durchdachtes Marketing. So. Und deswegen habe ich mal hier auch das Thema Haushaltsverteilung, von denen ich in diesem Marketing-Mix auch ein Fan bin, vor allem, wenn du einen Vorverkauf machst. So, mhm. Ich habe mal eine Rechnung gemacht. Wenn du 34.000 Haushalte bespielst, gibst du insgesamt 8.500 Euro, je nachdem welchen Bezirk und so weiter, aus, inklusive Bedruckung der Flyer. Weil du musst ja 34.000 Flyer auch kaufen. Mhm. So. Und wenn wir bei und bei Flyern ist es so, du hast eine 1-2%ige Conversion. Reaktionsquote, nicht Conversion. Danke. Reaktionsquote. Ganz wichtig, sehr gut, dass du gesagt hast. Reaktionsquote. Das heißt, von 34.000 Menschen bei 1% kommen 340 Menschen gegebenenfalls vorbei. Das heißt aber, kommen erstmal nur vorbei. Es heißt aber nicht, dass die abgeschlossen haben. Ja. Erstens. Deswegen ist das ein völliger Mumpitz. Gehen wir mal davon aus, wenn wir das in Lead umrechnen würden, wären das 25 Euro pro Lead. Ist erstmal gar nicht mal so schlecht. Erstmal im Bereich von okay. Ja. Ist erstmal nicht im Bereich von okay. Aber weißt du was, wenn das wirklich ein Lead wäre, dann wäre deine Lead-Qualität sowas für ein Arsch. So, weil wir sprechen hier auch nicht, wir haben die Abschlussquote noch nicht berechnet und sonst irgendetwas. Mhm. Aber wenn wir jetzt schon sagen, wir sind bei 25 Euro pro Lead, ist die Aussage, Online-Marketing ist teurer, und das ist gut gerechnet, Online-Marketing ist teurer als klassisches Marketing, halt, ist es schon mal hier falsch. Mhm. Ist es schon mal hier falsch. Mhm. So, ich habe nämlich gestern mit dem lieben Matthias Mittelstädt, lieben Gruß hier an der Stelle, gestern telefoniert gehabt und habe ihn auch, wir haben jetzt die nächsten Kampagne und so weiter mit ihm besprochen und habe ihm mal so die aktuellen Leadpreise für die Kampagnen, drei verschiedene Kampagnen, aktuelle Leadpreise. Und aktuelle Leadpreise lagen alle bei 14 Euro. Mhm. Leadpreise. Mhm. Das sind gute Leadpreise, muss man auch an dieser Stelle sagen, sind aber auch knaller Angebot. Mhm. Ja? Mhm. Das ist 10 Euro weniger. So, also, Punkt. Was willst du von mir? Halt die Fresse. Ganz ehrlich, also pass auf, folgendes Thema. Wie soll ich das formulieren? Hau raus.
ich will nicht mehr mit Leuten diskutieren, die so denken. Das sind nicht unsere Kunden. Das sind auch grundsätzlich in meinen Augen keine erfolgreichen Unternehmer. Und ich rede hier nicht davon, dass, oh, wenn du nicht an Online-Marketing glaubst, bist du kein erfolgreicher Unternehmer. So wie die rechnet, ist sie keine erfolgreiche Unternehmerin. Und ich sehe uns mit allem, was wir an Content rausgehauen haben, mit allem, für was wir stehen und auch in unserem Konglomerat mit den anderen Agenturen, mit denen wir sehr gut befreundet sind, wir alle haben nicht mehr die Aufgabe zu missionieren, dass Online-Marketing funktioniert. Das ist bewiesen, das ist proven knowledge, das weiß jeder in der Fitnessbranche, der das Thema Marketing versteht. Jemand, der nicht daran glaubt, heutzutage 2024, mit dem will ich eigentlich gar nicht mehr diskutieren. Da, wirklich nicht. Dann mach dein Ding. Alles gut, aber red nicht mit mir. 100%. Wichtig ist hier an der Stelle, hier heißt es nicht, dass das nicht funktioniert, sondern dass traditionelle Werbung günstiger ist als Online-Marketing. Naja, was ja, okay, gut. Ja. Muss man differenzieren. Ja, muss man wirklich ein bisschen differenzieren. Also auch die Dame, die gesagt hat, 38.000 Euro, sie hat nicht gesagt, Online-Marketing funktioniert okay, nicht. Okay, fair point. Hat gesagt, dafür dieses Geld könnte ich das und das machen. Ja, aber das ist natürlich der Tonus ist natürlich, mit. Ja. Das schwingt ja schon mit, dass ich, wenn ich alle Sportvereine sponsere, dass ich ungefähr dasselbe Ergebnis habe, wie wenn ich das Geld in Online-Werbung gesteckt hätte. Ja. Das ist so absurd. Darüber will ich nicht mal diskutieren. Ja. Das ist faktisch einfach falsch. 100%. Und ich sehe unsere Aufgabe, ich meine, wir machen hier mittlerweile genug Content und wir liefern genug Ergebnisse. Und wie gesagt, und ich sehe das genau wie du, wenn sie gesagt hätte, ich finde eure Fressen scheiße und wie ihr redet, ich gehe lieber zu Member Boost, weil die finde ich sympathischer. Hey, super. Ich auch. Ich finde die auch sympathischer. Ich finde die auch sympathischer. aber top Entscheidung. Du hast dich für eine gute Online-Marketing-Agentur entschieden. Glückwunsch dazu. Ich freue mich auf deine Ergebnisse. Alles super. Aber wenn du sagst, ich sponsere lieber alle meine Sportvereine, Digga, what the fuck. 100%. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich würde es hier abschließen. Wir sind sehr gut in der Zeit, freut mich. Weil das nächste ist gar nicht so einfach. Und deswegen bin ich mal gespannt, was du davon sagst. Performance Marketing und Branding müssen getrennt werden. Wer sagt denn das? Wie erkläre ich dir das jetzt? Es ist erstmal egal, wer das sagt, aber ich erkläre dir den Kontext. Ja. Okay? Weil ich hatte das jetzt schon 2-3 Mal, so könnte man sagen, ne? Dass man gemeint hat, ja, wir haben da so eine Agentur, die wird das Branding halt auch übernehmen, ne? Aber das hat ja nichts mit Performance-Marketing zu tun. Hm. So, weißt du, so ein bisschen der Gedanke, ne? So, oder dass sie gesagt haben, naja, es ist ja jetzt Performance-Marketing, da geht es ja jetzt um Leads und um Mitgliedschaften und so, aber ich brauche was für mein Branding. So. Da kommt es so ein bisschen her. Ja. Also so, warum ich das so gesagt habe. So. Auch hier an dieser Stelle muss ich jetzt gucken, wie ich das erkläre. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das von einigen Agenturen auch kommt. Ja. Sehr sicher. Dass diese Behauptung halt auch kommt. Jetzt sage ich was Gemeines. Du weißt, was ich sagen möchte? Nö. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn ich sage, ich weiß auch, warum viele Agenturen das sagen. Weil viele das einfach nicht können. Oder auch einfach preislich nicht umsetzen wollen. Also es arbeiten ja immer noch leider viel zu viele Agenturen mit 0815 Landingpages und Ads. Sorry, wo die wirklich dein Logo nehmen und nicht an der Seite ändern. Einfach, die nehmen dein Logo, machen es auf die Seite und dann ist das deine Seite. Das hat nichts mit deiner Farbe, deinen Bildern, nichts zu tun. Man erkennt überhaupt nicht, dass du bist. Und die arbeiten so, weil sie auch einfach die Preise, also die nehmen auch diese Preise. Die werben ja teilweise mit 200-300 Euro monatlich Agenturgebühr. Ja, da kannst du ja auch nicht anders arbeiten. Das geht ja gar nicht. Das ist völliger Schwachsinn. Also pass auf, jeder da draußen, ich hoffe, dass das demnächst, ich werfe das jetzt mal in den Raum, um ein bisschen Druck zu erzeugen. Wir wollen ja sehr, sehr gerne mit einigen Agenturen gemeinsam einen Podcast machen. Member Boost hat schon zugesagt, Grow Member hat schon zugesagt. Oh, der Philipp, da freue ich mich sehr drauf. Hat gesagt, er hat auch Bock drauf. Ja, tatsächlich wäre der 6.6. habe ich auch schon reingeworfen, wenn wir hier du liest gar nicht, was in dieser Gruppe passiert, ne? Du liest gar nicht, dass unser dritter Geschäftsführer da heiratet.
An dem Tag? Ja. Am 8.6. heiratet er. Tut mir leid. Upsi. Bist du geistig behindert? Ja, spannendes Thema. Podcast, erzähl weiter. Erzähl das mal weiter. Bist du geil? Du hast mir gerade, ich bin gerade 18 Tode gestorben. Dir ist schon klar, dass du gerade gesagt hast, dass am 6.6., wenn unsere Body Media Innovation Days sind, unser Geschäftspartner heiratet und wir eigentlich alles umsonst gemacht haben und gekauft haben. Dir ist das schon klar. Weißt du, wie viele Tode ich gerade gestorben bin? Wieso bin ich so? Was ist falsch mit mir? Weißt du, mein Problem ist, ich habe diesen Gedanken im Kopf und dann entstehen so ein paar Mechanismen. Und einer dieser Mechanismen ist, egal wie falsch du liegst, Hauptsache du ballerst es jetzt durch und ziehst, du machst es zur Wahrheit. Lieber eine starke Behauptung als ein schwaches Argument. Ja. Oh, ey, mir ging's gerade, mir ist gerade kurz schlecht geworden, ne? Oh Mann, Alter, hör auf. Tut mir leid. Also, im besten Fall am 6.6. oder zumindest am 5.6., vielleicht einen Tag vorher, wenn es geht, oder einen Tag nachher, haben ja auch den Tag danach, würde ja auch gehen, dass wir hierher kommen und alle zusammen Podcast machen. Ich hoffe, dass noch 2-3 zusagen. Mal gucken. Alle in einer ganz, ganz großen Runde, oder was? Ja, das wäre cool. Das fände ich richtig geil. Hä? Ja, dann stellen wir die daneben die Tische von dir. Ja, ich hab auch schon ganz genau, ich habe das Setup auch rein. Du hast das gar nicht gesehen, was ich geschickt habe, du dummes Stück Scheiße. Ich habe das Setup schon geschickt, wie das aussehen kann und so weiter. Du bist einfach sehr, sehr gemein. Ich gebe mir so viel Mühe und ich krieg null Anerkennung von dir. Egal. Hä? Ja, mache ich, schick's dir. Also, auf jeden Fall, das wäre ziemlich cool. Und dann müssen wir dringend mal über ein paar neue Agenturen sprechen. Oh. Weil keiner, der sagt, und wir müssen dann wieder in Spur kommen, aber wir sind gut in der Zeit, keiner, der behauptet, dass er für 200-300 Euro irgendwas liefern kann, ist ernst zu nehmen. Das wird ein Dulli sein, der wird irgendwie auf Teufel komm raus 3000 Euro im Monat irgendwie generieren, ne, mit 10 Kunden, so. Wird dann irgendwann feststellen, dass Steuern und sowas dann auch kommen und dann hätte er es auch Angestellter bleiben können, aber das ist nicht ernst zu nehmen. Darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Punkt Nummer 1. Ich verstehe, Agenturen, die jetzt neu in unser Business hier kommen wollen, müssen irgendwas sehr Attraktives haben, um überhaupt Kunden zu generieren. Mit der Konkurrenz, die du hier hast, mit einem Santana, mit einem Trinity, mit einem Wemmerboost, mit einem Grow Member, mit einem Performing Systems, hast du, und das waren auch schon alle guten, da gibt es sonst nichts, also es gibt irgendwie nichts, was irgendwie hier A bis Z, A bis O noch irgendwie da reinspielt als gute Agentur. Hast du einfach eine Konkurrenzsituation, wo es sehr schwer ist, reinzukommen. So, deswegen verstehe ich, dass sie gute Angebote brauchen. Die sind meistens sowas wie sehr günstig, 200 bis 300 Euro. Es gibt jetzt auch eine weitere neue Agentur, die gerade kommt, wo ich den Typ eigentlich erstmal super sympathisch finde. Sein Angebot ist aber 4 Wochen kostenlos und unverbindlich testen. More Members. Ich muss es jetzt an dieser Stelle sagen. Ich finde ihn grundsätzlich sehr, sehr spannend. Ich halte ihn auch, also von dem sehe erstmal, ich kann mir vorstellen, dass er was kann. Ich mache da nur einen Vorwurf. Also ich würde den Ansatz anders machen, um das Qualitätslevel vom Marketing oben zu halten in der Fitnessagenturbranche. Denn du kannst mit 4 Wochen kostenlos und unverbindlich kannst du nicht liefern. Da musst du 0815 Scheiße machen. Sonst kannst du das nicht anbieten. Eigentlich finde ich, dass neue Agenturen in den Markt kommen sollten mit folgendem Angebot. Die suchen sich 2-3 Keyplayer-Kunden rein und sagen, weißt du was, wir machen folgenden Deal. Ich mache tatsächlich auch völlig umsonst für euch jetzt speziell, weil ich weiß, ihr seid Multiplikatoren, was richtig geil ist. Und dann gehe ich damit raus als Testimonials, als Referenzen und nehme einen entsprechenden Preis X, dass das kosten muss. Dann hast du gute Arbeit geliefert, du hast das Niveau oben gehalten und du hast nicht Schmutz verbreitet und du hast eine Legitimation als Agentur in diesem Markt einfach gute Ergebnisse zu liefern und gute Kunden zu kriegen. Ja. Aber was ich wirklich nicht sehen möchte im Fitnessmarkt, ist wieder der nächste Billiganbieter, der Folgendes ja nur macht damit. Und das ist das, was mich persönlich abfuckt. Kunden kommen zu denen, kriegen scheiß Ergebnisse, weil sie scheiß Marketing kriegen und sie glauben dann nicht, die Agentur ist kacke, sondern sie glauben, Online-Marketing funktioniert nicht. Und das will ich einfach nicht sehen.
Sehr gut. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich bin tatsächlich schuld, dass wir ein bisschen abgeschwiffen sind. Okay. Das Thema, dass man Performance Marketing und Branding trennen muss, ist völlig falsch und das kürzen wir auch jetzt wirklich. Krass, das war das Thema, habe ich auch vergessen. Ja, das war das Thema. Ich glaube, theoretisch, und das ist nur eine Vermutung auch, das kommt ein bisschen so noch aus diesem ClickFunnels-Zeitalter. Was meine ich damit? So geil, dass du Zeitalter sagst, war vor nicht mal 5 Jahren. Ja, mittlerweile ich glaube, es gibt doch, Zeitalter wird jetzt auch mittlerweile anders gerechnet. Also das ist nicht mehr so, dass du wirklich so 10 Jahre Etappe oder so bist. Mit den Avengers gestartet bei Age of Ultron, wo es im Endeffekt nur 3 Tage waren. Es war einfach das Age of Ultron. Okay, Bruder. Fair point. aber du weißt, was ich meine. Ne? Damals war das so, du hast hässliche Seiten gemacht, hast das Logo rein hinten hin gemacht und es hat irgendwie funktioniert. So an diese richtig alten, hässlichen ClickFunnels-Seiten, ne? Wo der Button noch so gewackelt hat. So, und das hatte nichts mit Branding zu tun. Das war wirklich nur, schieb den Leuten irgendwo rein, was gut konvertiert, fertig. Mhm. Ne? Aber das hat sich ja auch extrem verändert. Ne? Und man darf das Thema nicht differenziert voneinander betrachten. Ne? Weil wenn du auch nicht gutes Material hast, wenn das Ganze keine gute Message ist, wenn du keine guten Bilder hast, wenn das keine Corporate Identity ist. Und du hast letztens auch, könnt ihr euch mal bei uns auf unserem Trinity Instagram Account mal ansehen, hast du ein geiles Video zu dem Thema hier, ich beweise dir, dass du keine Marke hast. Das war ein sehr, sehr geiles Video und das sagt schon alles aus. Ja. Und ich finde, man darf auf keinen Fall diese Themen differenziert voneinander betrachten. Am besten suchst du dir einen Partner, der das sowohl das eine als auch das andere beherrscht. Ja. Auch hier muss man sagen, alle großen und ernstzunehmenden Agenturen der Branche sagen dasselbe, weil sie dieselben Erfahrungen machen, dieselben Ergebnisse sehen. Mit Branding läuft es einfach besser, ohne Branding läuft es einfach schlechter. Das ist der Black and White, das ist der Tonus, den wir gerade alle haben. Die einzigen, die das nicht sagen, sind in der Regel Leute, die es nicht können oder die nicht tief genug im Thema sind. Wobei mir fällt gerade ein, im letzten Podcast oder vorletzten... Spuck mich nicht an, Alter. Im letzten Podcast oder vorletzten Podcast haben dich Adam und Tim was? Ja, was da war? Müssen wir nochmal drüber reden, Adam und Tim. Also Ich drop mal eine Sache. Ich weiß, was du sagen willst. Ich drop mal eine Sache. Also, Adam und Tim. Ich hab's dir schon gesagt. Ja. In einem der Podcasts haben sie darüber gesprochen, dass, ich meine, es ist ein ähnlicher Podcast, wie wo wir sagen, Premium ist tot. Ja, genau. Es ist natürlich sehr polarisierend und das Thema ist, also auch der Titel ist sehr clickbaithaftig, ja. Und wenn du dann reinhörst, hörst du schon, okay, wenn Geld da ist und wenn man sich das leisten kann und so weiter. Und das sehe ich tatsächlich genauso. Wenn du es dir nicht leisten kannst in erster Instanz, mach andere Dinge. Genau. Sehe ich genauso wie die Jungs. Ne? Aber so, dass Branding nicht wichtig ist. Adam, mal eine Frage. Wenn Branding nicht so wichtig ist, warum hast du denn eine CrossFit-Box? Warum bezahlst du Geld, um den Namen CrossFit zu haben, um von CrossFit zu profitieren? Wenn Branding nicht so wichtig ist, will ich mal nur gesagt haben, ich stelle nur Fragen. Fair point, Adam, aber muss darüber, man sagen an der Stelle. Ne? Darüber, da musst du dich jetzt mal rechtfertigen für. Aber eine Sache will ich jetzt mal, wir haben tatsächlich Zeit. Ja. Eine Sache möchte ich noch tatsächlich, weil du gerade More Member gesagt hast. Ja. Und darüber möchte ich in unserem gemeinsamen Podcast mal sprechen. Eine Sache muss man den Jungs aber lassen. Mit ihrem Namen Member Boost haben die schon einen Trend gesetzt in der Agenturszene. Ja. Grow Member, More Member. Also, okay, gut, das waren jetzt alle. Also ich glaube, es gab noch ein paar andere. Es gab noch ein paar andere, bin ich mir ziemlich sicher. Und man muss schon sagen, das ist schon auch ein cooler Name. Also war auch eine gute Entscheidung vom lieben Adam, glaube ich. Doch, Adam. Der Name ist cool. Ja. Ja. Also, schließen wir hier ab. Das Thema darf nicht getrennt voneinander betrachtet werden und im besten Fall holst du dir jemanden, der beides gut kann. Sehr gut, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Das war der eigentliche Grund, warum ich diese Folge heute so gestaltet habe. Und zwar noch ein Mythos.
vor kurzem, gar nicht so lange her, es war gestern, hat mir ein Kunde abgesagt. Und ich hätte mich so, mir wäre es lieber gewesen, wenn er mir ins Gesicht gespuckt hätte. Und gesagt habe, ihr seid scheiße. Wäre mir lieber gewesen, als dass er das sagt. Und zwar hat er gesagt, hey Alex, vielen Dank. Du hast das toll gemacht. Wobei, hat er auch nicht gesagt. Aber weißt du was? Wir haben ja mit unserer Marketingabteilung gequatscht und so weiter. Und naja, im Endeffekt, was macht denn ihr da großartig? Ihr schaltet ein paar Ads, leitet die Leute auf eine Landingpage, macht eine Buchungsstrecke auf 3 Schritten. Mhm. Das können wir ja auch. Mhm. Ich habe auch da eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, außer hier besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Genie im Marketing haben, dass das Wissen von Agenturen, die sich jetzt über Jahre mit hunderten Kunden zusammengesammelt haben, einfach aufgrund sprechen der von einer kleinen Kette, 5 Studios. Naja, aufgrund der Tatsache, dass er einfach ein Marketing-Genie ist, einfach versteht und das einfach umsetzt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr minimal, aber die besteht irgendwo. Die Wahrheit ist, das habe ich in einer der unserer letzten Podcasts auch nochmal gesagt, ich bin der Meinung, aktuell alle außer die wirklich ganz großen wie FitX und McFit, wobei selbst ein McFit holt sich eine Agentur dazu. Ja, zu bestimmten Themen. Ja. Zu bestimmten Themen. Die holen sich Experten rein, weil sie wissen, die können das einfach besser, die können das einfach umsetzen und nicht, und pass auf, jetzt ganz wichtig, nicht, weil sie es intern nicht abarbeiten können. Es geht hier nicht darum, dass wir euch Arbeitszeit ersparen. Es geht darum, dass wir als Agentur die Dinge so tun, dass sie funktionieren, weil wir wissen, welche Knöpfe gedrückt werden müssen. Und das wissen wir aufgrund jahrelanger Erfahrung mit hunderten Kunden und hunderttausenden Abschlüssen und Millionen von Leads, die wir generiert haben. Wir wissen das. Und das ist der Grund, warum du uns Geld bezahlst. Weil die Arbeitszeit selber, darum geht's hier nicht. Ja. Und willst du noch was sagen? In dem Falle sage ich dieser Kette, macht es selber. Ich würde mich freuen darüber, wenn ihr es selber macht, eine Zeit lang richtig auf die Fresse fliegt und dann zu einer Agentur geht und, es können müssen auch nicht wir sein, zu einer Agentur geht und euch freut, dass die Ergebnisse endlich richtig geil sind. Ich glaube nur, dass in so einem Falle die Menschen, die dafür verantwortlich sind, diese Aussage zu treffen, wir können das selber, ihre Zahlen sich selber so schönreden werden, dass dieser Zustand nie erreicht wird, genau. Zu sagen, okay, kacke, wir haben es verkackt. Genau. Ich möchte 2 Punkte, du hast den 3. Punkt tatsächlich eingebracht, warum man das machen sollte und so, das hast du schon eigentlich vorab geholt, deswegen können wir über die letzten 2 Punkte tatsächlich etwas sprechen. Es gibt Menschen, die sehen, wie Prozesse funktionieren. Das war zum Beispiel bei dir und mir schon immer der Fall. Wir sind nicht irgendwie besonders intelligent oder sowas, aber wir können verkaufen. Wir wissen, wie Verkaufspsychologie funktioniert, sowohl online als offline. Und das konnten wir quasi schon immer. Und jetzt kommt ein Punkt. Viele können das nicht. Und jetzt der Unterschied zwischen zu dir und zu mir. Du bist ja noch mal krasser, weil du kannst es ja technisch umsetzen. Mhm. Ich sehe zum Beispiel etwas und denke mir, boah, das funktioniert gar nicht. Das weiß ich. Ich weiß, dass das nicht funktioniert. Aber das war's auch. Ich weiß es und mehr kann ich auch nicht machen. Mhm. So, ich muss dann zu dir kommen. Tim, kann ich aber machen. So. Mhm. Du kannst es sowohl als auch. Und so Menschen wie du sind unfassbar seltsam. A, die bleiben, habe ich seltsam gesagt, selten. Unseltsam. Weil A, die bleiben eh nicht lange angestellt irgendwo. Und B, es gibt die so unfassbar selten, also wirklich unfassbar selten. Es ist sogar so, und jetzt sind 2 Punkte, die möchte ich gerne hier an dieser Stelle erzählen. Weil mit dem letzten Punkt kannst du ja nicht wirklich viel anfangen. Nee, ich weiß nicht, was du damit meinst. Ja. Genau. Wenn uns beispielsweise Menschen beklauen, regst du dich immer total auf. Das ist natürlich eine emotionale Geschichte. Ja, klar.
Das ist eine völlig emotionale Geschichte. Das erste Mal, wo ich dich so ein bisschen gefühlt habe, war bei dem Hive-Projekt, wo Pinter quasi unsere Designs genommen hat. Und was er getan hat, hätten sie es gemacht. Ja, ob das jetzt absichtlich oder versehentlich war, sei mal dahingestellt. Aber die haben halt überall gezeigt, dass es so, ja, okay, das ist unsere Arbeit. Ja, okay. ihr habt das gebaut. Ihr habt das gebaut, das stimmt. Aber nichts davon war eure Idee. Ja. Nichts. Ja. Nicht mal ein Quadratzentimeter. Das ist so geil. So. Und da habe ich dich schon gefühlt, weil das schon echt, boah. So. Ungefähr so, wie wenn du zu Ikea gehst und einen Schrank aufbaust und du hast den aufgebaut und dann fragt dich jemand, hast du den von Ikea? Nee, den habe ich selber gemacht. Ja. Tatsächlich. Nein, du hast den aufgebaut. Ja, genau. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja. Und, aber egal, ob das versehentlich ab, ist auch vollkommen egal, aber ich konnte dich da fühlen. Ja. Und der Unterschied ist, dass du dich dann immer natürlich völlig in Rage redest und völlig aufregst. Das ist auch zum Beispiel, zum Glück können ja unsere Zuschauer, können das nicht so ganz verstehen, weil das ist noch nie im Podcast live passiert. Das müssten wir vielleicht mal nachholen, dass du dich mal so in Rage regst in so einem Podcast. Ich glaube, niemand hat verstanden, dass das gerade ironisch gemeint. Das war ironisch, ja. Hört euch den letzten Podcast an, dann wisst ihr, was ich meine. Und das plus, also das mal 10. Und ich sagte immer, Bruder, entspann dich. Entspann dich, weil die sind nicht du. Und das verstehst du voll häufig nicht und willst es auch nicht verstehen. Mhm. Weil ich sage, die kriegen es doch trotzdem nicht umgesetzt. Lass mir den Übergang. Ja. Und jetzt können wir tatsächlich öffentlich über etwas sprechen, was wir noch nie gemacht haben. Und zwar über die Tatsache, dass bevor Easy Solution verkauft worden ist, deren Online-Mitgliedschaftssystem. Oh, das von mir. Von dir ist. Und jetzt möchte ich gerne mal diese. Das war von mir und keiner wusste es. Genau. Die haben es mir einfach geklaut. Genau. Ich find's krass, dass dein Gehirn das nicht hinbekommen hat. Das habe ich sogar schon verdrängt. Siehst du mal? Das habe ich verdrängt. Siehst du mal? Ich erzähle euch mal die Geschichte. Also, ein ehemaliger, also früherer Kunde, einfach weil er mittlerweile aufgekauft wurde, Fitnessloft. Damals noch in Zusammenarbeit mit Markus Siegel, hat uns damals beauftragt und wir waren deren Agentur, also sehr, sehr lange, also bis zu dem Tag. Ja, wir sind bis zum Schluss, bis zum Verkauf die Agentur gewesen. Ja, genau. Und haben dann im Endeffekt so dieses ganze Thema Online-Mitgliedschaft quasi, waren so die ersten quasi arbeiten und das erste Mal das Herantasten an dieses Thema. Mhm. So. Und dann hast du im Endeffekt, ich bin mir noch nicht mal ganz sicher, das kannst du wahrscheinlich besser erzählen, wie ist es dazu gekommen? Boah, ich weiß es nicht mehr ganz. Ich weiß es nicht mal ganz genau. Also ich weiß grundsätzlich Folgendes. Also Easy Solution hatte, bevor sie jetzt das System hatten, was sie zuletzt hatten, was letztendlich auf meinen Ideen basierte, hatte ein ganz altes, hässliches System. Und dann habe ich entweder hatte ich einen Call mit denen oder wir haben es denen einfach zugeschickt. Ich weiß es nicht mehr ganz sowohl genau. Als auch. Sowohl als auch. Genau, ich weiß, dass du mit jemandem gesprochen hattest, das weiß ich noch ganz genau. Da waren wir noch in Königstein in unserem Zweierbüro. Ich weiß es noch ganz genau, weil ich nebendran saß. Und du hattest einen Call mit denen. Ja. So, ich weiß nicht mehr mit wem, aber du hattest einen Call mit denen. Und du hast alles ganz genau erklärt, wie du dir das vorstellst. Da seid ihr sogar auf die McFit-Seite zusammengegangen, habt euch das angesehen. Dann habt ihr euch die andere Seite angesehen und so weiter. Mhm. So. Und dann hast du es ihnen quasi so ein bisschen gebaut, gezeigt, wie das gehen soll. Ja, Mann. So. Und dann haben sie das geliefert und bei Fitnessloft integriert. Mhm. Und es war so, okay, cool. Und es gab es erstmal nur bei Fitnessloft. Oh Mann, dann haben die das einfach und allen dann, anderen Kunden verkauft. Ey. Das ist so ich krass. Weiß, pass auf, weißt du, wie ich darauf kam, dass das so war? Nee. Ich habe es dann beim lieben Timo gesehen. Ich gehe dann mit Johnny M. Auf Team bei Timo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es beim Timo war. Obwohl, ich bin mir nicht ziemlich sicher. 50-50, ich glaube beim Timo oder ja, ich wanke zwischen beiden zwei. Und ich sehe das und denke mir, hä? Und dann auf einmal, okay, vielleicht war das ein Zufall, und auf einmal
zack, bei dem und bei dem und bei dem und bei dem. Das bereue ich bis heute, dass ich die keine NDA habe unterschreiben lassen. Das war eine leichtsinnige, unsere damalige Naivität noch. Das mache ich nie wieder. Als kleine Agentur. Das nervt mich total, wirklich. Und worauf möchte ich hinaus? Ja, worauf möchtest du denn hinaus? Eine fantastische Sache wurde geklaut von Leuten, die das sogar in dem Augenblick die Idee und das technische Verständnis von dir quasi genommen haben, hat dir trotzdem einen Scheiß gebracht, Bruder. Was soll ich dir sagen? Ja, also trotzdem also, haben damit nicht trotzdem gut gutes Geld verdient am Ende. Und das ist also alles cool. Mich nervt an dieser ganzen Clown-Nummer, regt mich Folgendes auf. Das mache ich ganz kurz in einer Minute am Beispiel KI-Chatbot jetzt fest, weil das jetzt gerade das aktuellste Thema ist. Es gibt momentan niemanden, der ansatzweise einen KI und WhatsApp und auch Omnichannel-Chatbot bauen kann, so wie wir. Das ist faktisch aufgrund der Möglichkeiten, die anderen nutzen, nicht möglich. Das Problem ist aber, das sind Themen, die sind so komplex, dass man verstehen muss, warum der Bot so viel besser ist. Das ist in 2 Minuten nicht erklärt. Mhm. Das führt aber dazu, dass dieser Bot einfach deutlich bessere Ergebnisse liefert und im realen Einsatz einfach funktioniert, während andere Chatbots, zum Beispiel letztens, als wir in der letzten Folge über 100% Fitness gesprochen haben, diese Bots einfach nach 2 Minuten einfach sterben und denen nicht mehr antworten. Nie wieder antworten. Auch das Thema Schnittstelle mit Magic Line, die Art und Weise, wie unser Chatbot auf die Magic Line zugreift, die kannst du nicht so einfach nachbauen. Das ist kein Formular, was du ausfüllst. Es ist natürliche Sprache, die von künstlicher Intelligenz interpretiert wird und aufgrund der Tatsache, was du da machst, in die Magic Line. Das ist wie eine echte Person. Und da habe ich so viel Energie reingesteckt, das kannst du erstmal nicht so einfach nachbauen. Nach außen hin heißt es aber gerade von jedem Zweiten, wir haben einen KI-Chatbot. Und das nervt mich, weil das nicht dasselbe ist. Und wir sind die immer die das entwickeln, Online-Mitgliedschaftssystem mit Magic-Anbindung, generell das Thema WhatsApp-Anbindung an dieses ganze Funnel-System, auch die Tatsache, erst ein Lead abzufragen und danach zur Online-Mitgliedschaft zu kommen, ist alles von uns und wird dann später so verkauft, als hätten die anderen das auch irgendwie erfunden. Und das ist was mich nervt, weil wir im Marketing mit unseren eigenen Produkten immer hinterherhängen. Ich weiß aber, das ist aber ein pures Ego-Ding. Nee. Doch. Es ist ein pures. Okay, dann nenn mir doch eine Agentur, die nicht fremdfinanziert ist, die größer ist als wir. Jungfernmatt? Bruder. Und die sind auf jeden Fall fremdfinanziert. Also, was willst du denn von ja. mir? Also, ich weiß noch, es ist ein pures Ego-Ding. Hey. Wär das jetzt so, dass wir wirklich an unserer Existenz wirklich Minimum leben müssten und nicht jeden Tag uns die Leute in die Bude einrennen? Stell dir mal Folgendes vor, du sitzt bis 3 Uhr nachts an irgendeiner Lösung, wo du denkst, Digga, wieso hat das bisher noch keiner so gemacht? Selbst beim größten Softwarehersteller für diese Art von Produkten sitze ich im Support und sage denen, hat das schon mal irgendjemand von euren Kunden so umsetzen können? Alle so, nein, niemand hat das bisher lösen können. Und ich sitze bis 3 Uhr, 4 Uhr nachts so da und mach das und krieg das hin. Und selbst die in unseren wöchentlichen Calls sagen, Bruder, das hat noch niemand geschafft. Und dann hörst du 2 Wochen später irgendeinen Trollau auf der Bühne trällern, dass sie das auch hingekriegt haben. Und du weißt, das stimmt nicht, aber alle glauben es. Und es fuckt total ab, weil du dir denkst, Bruder. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt Ego, pures Ego. Also, ist doch okay, ist doch vollkommen okay. Es ist doch vollkommen okay, dass es Ego ist, aber es ist einfach pures Ego. Ist egal, ich habe schon die nächsten 3 Sachen in der Pipeline, die ihr klauen könnt später. Aber wartet mal ab, ey. Wartet mal ab, Innovation Day 6.6. Ja, Björn hat dich doch auf eine neue Nummer gebracht. Was denn? Dieses Zahlungs. Ach so, ja, das ist, ja. Davon sind wir tatsächlich nicht die Ersten. Ja, ist egal. Mit der Idee, aber wir haben ja noch ein paar andere Sachen. Aber genau aus diesem Grund, ihr habt gerade diesen Mann zugehört, wie er über Dinge spricht. Genau aus diesem Grund, nein, Bruder, nein, ihr könnt das nicht selbst machen, weil ihr seid nicht so wie der. Ja, und ihr habt gar nicht die Zeit dafür. Ja. Also wir machen hier den ganzen Tag nichts anderes, als zu versuchen, die Fitnessbranche zu revolutionieren und Dinge so perfekt zu machen, dass du wirklich am Ende am meisten Mitglieder damit generierst, wie nur geht. Oder jetzt in unseren neuesten Produkten so viel Verwaltungsaufwand reduzierst, wie nur geht. Ihr habt Tagesgeschäft. Ihr könnt das gar nicht machen. Ja.
Ja. Das, also, und wenn, dann seid ihr fucking, also, wie? Ich wüsste nicht wie. Ja, genau, deswegen, also zum einen fehlen vielen die Kompetenz, fehlt vielen die Zeit, fehlt vielen das Geld, weil auch so Sachen wie Tools, die einfach genutzt werden. Wir haben den Vorteil, wir sind eine Agentur, wir kriegen ganz andere. Wir können das multiplizieren oder duplizieren. Ganz genau. Das ist absurd. Nur ein einfaches Beispiel. Wir haben ein Tracking-Tool bei Kunden, das kostet mehrere tausend Euro nur für einen einzigen Kunden. Natürlich mit dem Know-how arbeiten wir natürlich auch bei unseren anderen Kunden. Das haben wir nicht bei unseren anderen Kunden 1:1 so implementiert, weil das viel zu teuer wäre, auch für die Kunden. Aber natürlich haben wir dadurch Wissen, was du sonst nicht haben kannst. Und das kannst du dir als Einzelstudio gar nicht leisten. Ja, nicht mal als Kleinfehlerlist. Ja, deswegen völlig absurd. Und deswegen, Leute, ist das ein absolutes Mythos. Wenn deine Marketingagentur zu dir kommt und sagt, ja, wir können das auch. Ist schwierig. Und deswegen hol dir doch einfach, man sollte lieber besser zusammenarbeiten als gegeneinander. Ich glaube, das ist der größte, das ist der eigentliche Mythos hier bei der Nummer. Und das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Wir wollen keine Marketingmitarbeiter bei dir in-house ersetzen. Ganz im Gegenteil, wenn wir gute Marketing-Mitarbeiter bei unseren Kunden haben im Team, nochmal ganz, ganz liebe Grüße an Cleverfit, Bitburg und Co. KG von Eiko und ich hab ihren Namen leider gerade vergessen. Janina. Nee, Jana. Jana von Cleverfit. Eine unfassbare Marketing-Mitarbeiterin. Und es ist traumhafte Zusammenarbeit. Gefühlt jeden Tag, und der Philipp auch aus dem gleichen Team, der Philipp. Der ist auch im Slack-Channel immer wieder vertreten. Jeden Tag sagt unser Team, wenn alle so wären wie die, oh mein Gott, das wäre so viel geiler. Und das sind Marketing-Mitarbeiter, ohne die und die Zusammenarbeit niemals auf dem Level stattfinden könnte und die Ergebnisse auch niemals stattfinden könnten. Also dieses Zusammenarbeiten führt zu diesen Ergebnissen, wo alle sagen, wow, wir sind super happy. Wohingegen, wenn Marketing-Mitarbeiter das Gefühl haben, dass wir sie absägen wollen, auch teilweise sabotieren, einfach die Ergebnisse nicht stimmen. Also wir wollen das nicht. Wir wollen mit dir arbeiten. Wir wollen langfristig mit dir arbeiten als Marketingmensch bei Fitnessstudio XY. Und deswegen haben wir gar kein Interesse daran, dass irgendjemand sagt, ich hatte sogar einen Kunden, der uns gefragt hat, hey, soll ich meine Marketingmitarbeiterin jetzt rausschmeißen? Nein, auf gar keinen Fall. Hier, guck mal, das hat die gemacht und hat voll geilen Scheiß gemacht. Yeah. Und dann haben wir direkt gesagt, egal was du machst, du musst sie behalten. Egal was du machst, weil die war wirklich gut. Ja. So, also, haben wir wieder ein paar Mythen quasi aus dem Weg geräumt, hoffen wir. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung da. Bei 100 Bewertungen nehmen wir nämlich an den CrossFit Games teil. Bei 100 Bewertungen nimmt Tim bei den CrossFit Games teil. Alex und Tim nehmen an den CrossFit Games teil. Und ich schaue ihn zu und lache ihn aus. Jens und Peter, ihr müsst mir helfen bei der Nummer hier. Auf gar keinen Fall. Ihr seid gefragt, ihr müsst den überreden. Ich habe jetzt die Challenge gestartet. Mehr oder weniger. Ich warte noch auf die 100 Bewertungen, aber ich bin ready, sozusagen. Boah. Okay. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Das war's mal wieder mit Abschrift. Wir hoffen, es hat dir gefallen und würden uns über ein positives Feedback oder Like freuen. Solltest du uns noch nicht folgen, dann lass uns gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.